Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ulrich. So, guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich begrüße alle zum zweiten Abend in dieser Ausstellung. Texte und Musik von und zu Ulrich Zieger in Anwesenheit einer Figur. Ein Abend, der von wirklich engen Freundinnen und Freunden Ulrich Ziegers gestaltet wird. Ich möchte Ihnen kurz die aktiven Künstler des heutigen Abends in der Reihe ihres Auftretens vorstellen. Als erstes hören wir Gail Renaud, Sängerin aus Montpellier, die Ulrich Zieger in seinem letzten Jahr begegnete. Sie hat eine Reihe von Gedichten vertont und tritt heute Abend zusammen mit ihrer Begleitung, dem Musiker Marc Bissini, auf. Anschließend liest Christine Schulz, Autorin, Herausgeberin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität, Texte von Zieger. Sie arbeitete als Studentin erst theoretisch über Ulrich Ziegers Theaterarbeiten und lernte ihn dadurch auch persönlich kennen. Danach machen wir eine kurze Pause von 15 Minuten, bauen ein bisschen um. Dann nach der Pause lesen Gabriele Hähnel und als eine männliche Stimme Knut Hirsche, ich kriege immer das Hirsche, bei Albrecht Hirsche habe ich schon das Problem, dass ich immer auf Kirsche komme und Hirsche. Jetzt kriegst du, ja, hier bei Knut Hirsche. Hirsche, Hirsche. Als, aber in diesem Fall als männliche Stimme Knut Hirsche, als Sprecher der Gedichte. Die beiden Künstler stellen Texte aus dem ersten veröffentlichten Gedichtband Ulrich Ziegers 1965 in den Mittelpunkt ihres Beitrags. Gabriele Hähnel, Gründungsmitglied der freien Theatergruppe Zinnober in Ost-Berlin, arbeitet als freischaffende Regisseurin und Autorin. Sie begegnete Ulrich Zieger in den frühen 80er Jahren, daraus entwickelte sich Freundschaft und gemeinsame Arbeit. Den Abschluss des Abends bildet die Zusammenarbeit von Werner Henrich und Andreas Pichler. Werner Henrich, früher Freund und Vertrauter von Ulrich Zieger, ist Schauspieler unter anderem bei der freien Theatergruppe Zinnober und in dessen Folgeprojekt Theater UN. Andreas Pichler, Musiker, Schlagzeuger, begleitet den heutigen Auftritt von Werner Henrich. Nicht zuletzt möchte ich Schnock vorstellen. Schnock, von Beruf Schreiner, kam in Zusammenhang mit der geplanten Aufführung des Theaters Zinnober vom Sommernachtstraum in die Welt. Ulrich Zieger schnitzte und baute die Figur 1988. In dem Gedicht von Pinocchio lässt Zieger Pinocchio sagen: Warum, mein Vater, hast du mich geschnitzt aus einem Scheit, nur dass mich ihre Opferpriester auf ein Fleischkreuz nageln? Du hättest ein Freudenfeuer entfachen und einen behaglichen Tag in der Welt haben sollen. In Liebe, dein Sohn. Das war ein erster Ausschnitt eines Textes von Ulrich Zieger. Weitere Texte werden jetzt folgen. In Anwesenheit einer Figur. Thank you.
ganz ruhig, ganz ruhig. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Mein Lieschen, trägt keine Hosen. Schon seit dem 1. April war sie mit unter der grenzenlosen Hitze geschlagen. Das gab mir manches zu denken, und so dachte ich auch schon daran, ihr ein paar Küsse zu schenken, aus köstlichstem Tarantara. Das hat Uli zur Eignungsprüfung an der Schauspielschule gesungen. Ja, etwas lauter, ja. Und er hat die Prüfung bestanden mit Bravour. Wir haben ihn angenommen, also nicht wegen des Liedes, sondern wegen allem anderen. Aber er hat es dann im Nachhinein doch abgelehnt, weil sich herausstellte, dass er erstmal als Bedingung zur Armee müsste. Mein Liebster, ja, dann war das so, dass er zur Musterung musste. Und da hat er dann erklärt, dass er das ablehnt, die Waffe zu tragen. Und da haben sie ihm das bekannte Argument gesagt, ja, wenn sie mal also angegriffen werden, was werden wehren sie sich denn dagegen? So ist er dann gegangen und ein paar Tage später ist er auf der Straße überfallen worden und verprügelt worden. Goodbye, Johnny, goodbye. Was, mein bester Freund? Eines Tages sind wir wieder vereint. Vereint? Bei Gasgeruch muss Hilfe her. Dann hat er immer mal kleine Törtchen mitgebracht. Kleine Törtchen. Das war sein Lieblings.
Konditor essen. Und die Figur hat er geschnitzt im Jahre 1909. Stellt mal vor, 1900, mein Gott, wie lange ist das her? 1900, ich weiß schon gar nicht mehr den Tag oder das Jahr genau. Ach du lieber Gott, das war 1900, wann war das? Das spreche ich schon. Wirklich, habe ich mir das notiert. 1988. Genau, 1988. Schronk der Schreiner. Bitte sehr. Bitte sehr. Bitte sehr. Bitte sehr. Essen macht ihn eingeschwitzt und sagt, das schafft kein Essen her. Erzähl dir mal was. Das war auch in den 80er Jahren. Da haben wir das Stück inszeniert, das Moskauer Bett. Und ja, es war so. Ich will nicht alles erzählen, das dauert zu lange. Ich will es auch nicht zu kompliziert machen. Ich mache es mal so mit Stichworten. Also es war so, ich habe diesen Faden verloren. Moskauer Bett, ja. Ich wollte ja... Eine kleine Episode daraus. Es war so, in Moskau, am Bett, hatte Uli ein Feuer auf der Bühne. Und das Feuer, das war in einer Waschschüssel, in der noch Wasser drin war, von dem vorher von der Waschung hier an mir betätigt hat. Da, ja,
Und er hatte sich dann von mir entfernt mit dem Spruch, ein Bier, ein Schnaps, ein Bier. Glücksgefühl, wer kann mir? Erst nach rechts, dann nach links, dann ein Baum aus dem Raum. Ja. Nun, Unglückssache, Polizei, Feuerwehr, Schererei. Und da war erstmal Pause. Und dann saß er dort auf dem Stuhl, direkt am Rand des Spielfeldes und schaute ins Dunkle, so wie der Schauspieler, den ich hatte spielen müssen, der vorher schon gesagt hat, der in der eingeschlafen war bei einer Vorstellung, Benefizvorstellung, weil er so viel getrunken hatte, ist er auf der Bühne eingeschlafen, nachts aufgewacht und nun kam das große Grausen in ihm auf, in dem Schauspieler. Währenddessen saß der Souffleur, der von Ulrich gespielt wurde, vorne und der Schauspieler entdeckte ihn und sagte, was machst denn du hier? Und da sagt er, Entschuldigung, machen Sie jetzt keinen Quatsch, also das ist nicht der Originaltext. Habe ich hier auch irgendwo nicht. Also er sagte dann zu ihm, na, ich bin immer hier, ich schlafe immer hier, Entschuldigung, aber weil ich habe keine Bleibe. Aber nicht so aufgeregt wie ich, hat er das gesagt. Er hat es ja so gesagt, ja, ich bin hier, schlafe immer hier, ich habe ja keine Bleibe. Und ich bitte Sie um Himmels Willen, nichts den anderen zu erzählen. So, ne, ganz ruhig hat er das gesagt, also ohne dich so nach Luft zu schnappen, wie ich jetzt so. Und dann, ja. Und ein andermal, als wir es außerhalb gespielt haben, in Riesa, da war das ein Theater. Und als wir dann da auf die Bühne kamen, fiel mir plötzlich ein, mein Gott, im Theater erscheint doch immer noch die Feuerwehr. Und da können wir kein Feuer machen. Aber das Feuer war ganz wichtig. Das war wie so ein bindendes Glied in dem ganzen Stück. Ne? Das war sozusagen der Moment, wo man sich aufbewahrt fühlte, ne? Wie beim Lagerfeuer. Na, kurzum, wir mussten mit dem Feuermann reden, ne? Dass wir das durchsetzen. Und Uli hat es gemacht. Ich konnte das nicht. Aber er hat es gemacht. Ist dann zum Feuerwehrmann gegangen. Der hatte ja schon mal geübt darin, er hat ja schon mal ein Interview mit einem Feuerwehrmann gemacht. Ne? So, bei einer anderen Sache. Und dann hat er ihn wirklich davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass das Feuer brennt, aber er könnte doch sich davor setzen und ganz genau aufpassen, weißt du, ganz genau aufpassen, dass nichts passiert, ne? Und dann saß der mit seinem Wassereimer da vor Uli und der guckte ihn an und sagte, ja, ich schlafe immer hier, sagte er zum Feuerwehrmann, ne? Um ihn zu beruhigen oder ich weiß nicht was, zu suggestieren. Ne? Ich schlafe immer hier, also ich habe kein Zuhause. Um Gottes Willen, sagen Sie das niemandem. Und der saß da ganz stumm da und hat das alles geduldet, dass wir da mit Feuer gespielt haben. Ja, und dann waren wir mal unterwegs in Schleiz. In Schleiz, das ist so Thüringen. Und da sind wir erst abends angekommen und dann am nächsten Morgen überraschen uns, und zwar sollten wir im Kino spielen. Moskau-Bett. So. Und da kam dann die Kinofrau an und sagte, ich habe ein Attentat auf Sie. Ach, was denn jetzt? Ja. Es ist immer so, dass am Nachmittag vor Weihnachten, dass da die Kinder immer beschenkt werden im Kino. Ja. Aber
da Sie schon mal hier sind, Sie sind doch alle, wir waren zu dritt, ein Fahrer war noch dabei und Sie sind doch Puppenspieler, könnten Sie nicht was für die Kinder machen? Wir geben Ihnen Geld und dann hat sie auch noch eine Flasche Schnaps auf dem Tisch, hat ein Frühstück für uns bestellt und hat gesagt, machen Sie doch das, das war doch eine Freude, das ist immer so trostlos. Die Kinder kriegen dann ihre Geschenke und da steht der Weihnachtsmann und dann werden sie nach Hause geschickt. Na, dann überlegt, ja, könnten wir eigentlich machen, aber was? Na gut, wir machen das. Wir wussten noch nicht, was wir da machen, aber wir haben gesagt, okay, wir spielen da was. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn machen, was ist denn einfach, was ein Märchen, ja klar. Und da haben wir uns im Kino angeguckt und dann haben wir gesehen, da war so noch so ein Orchestergraben und da sagt er, könnten wir eigentlich da drin stehen. Und dann, was machen wir denn? Hänsel und Gretel, da sind nicht so viele Figuren und das kriegen wir noch, das haben wir noch so im Überblick, das machen wir so. Und dann sind wir, wo kriegen wir denn? Ja, in den Schreibwarenladen gegangen und haben dann Farben gekauft und Pappen gekauft. Und Uli sah da so ein, Laternen stehen für, ja, so, sagte, die können wir doch nehmen, da machen wir so Flachfiguren dran. Und Uli, da war ja so, hat dann gleich Figuren geschnitten, die sahen ganz herrlich aus. Und das Haus und den Backofen, die Hexe und Hänsel und Gretel und farbig bemalt und dann haben wir das aufgeteilt, die Rollen untereinander und dann haben wir, als die Kinder dann beschenkt worden waren, haben wir uns dann in den Orchestergraben, bis hier standen wir da im Orchestergraben so raus und dann haben wir die Figuren, haben wir dann das Ganze gespielt. Und da, ach, vorher haben wir noch gedacht, Mensch, wie machen wir denn das? Wenn wir die Hexe verbrennen, ne? So, aber erst überlegt, na klar, wir haben doch das Feuer. Na, haben wir gesagt, dann machen wir das Feuer da. Das ist doch ganz einfach, ne? Die Schüssel, ein bisschen Wasser rein, und noch ein bisschen Packpapier, Revatex rein und dann stellen wir das hinter den Backofen und machen die Tür auf und dann sieht man richtiges Feuer, das ist doch toll, das ist doch toll, machen wir, ne? Haben wir gemacht. Und dann aber haben wir nicht ganz aufgepasst. Da fing der Backofen plötzlich an zu brennen. Richtig. Und wir haben die noch dann war noch so ein Viertel war so ausgebrannt. Ne? So. Und dann war es vorbei, die Hexe war verbrannt. Und dann sind Kinder haben geklatscht und sich gefreut. Und dann sind sie rausmarschiert. Und dann dachten wir, sag mal, jetzt verschenken wir die Figuren einfach so, die gehen wir denen mit. Und das haben wir gemacht und dann kam noch ein Mädchen, die hatte keine Figur abgekriegt und weinte. Und wir sagten, Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und der Backofen war noch übrig. Und da haben wir ihr den Backofen an die Stange gemacht und haben ihr den gegeben. Und die war selig, die war wirklich selig. Ja. Also das war unser... wirklich das Ereignis an dem Tag, denn am Abend, an der Stelle, wo das Feuer kam, da stellte sich heraus, da sitzt ja gar keiner im Zuschauerraum. Wir haben die ganze Zeit, das war so dunkel, ne? Wir haben nichts gesehen, ne? Wie das Theater ist. Das, aber da oben im Rang sitzen welche, die feiern, ne? Die haben das gar nicht mit angeguckt, die haben schon fest gefeiert und dann haben wir gesagt, jetzt hören wir einfach auf. Beim Feuer haben wir dann aufgehört, sind wir aufgestanden und haben uns verbeugt. Und die haben geklatscht und gesagt, kommt mal rauf, wir feiern hier gerade. So hat das geendet, dieser Tag. Das war aber schon vorher, kann ich ja kurz noch mal erzählen, wie
wo du schon mal hier bist. Als der Jochen Wermann und Steffen, die haben mal so eine Fahrt gemacht auf der Elbe mit Paddelboot und fotografiert und geschrieben und haben da so eine Ausstellung gemacht. Und da war das immer doch so üblich bei Ausstellungen, dass da jemand vorher was sagt. Ne? Aber es war keiner da, der was. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn? Was machen wir denn? Und dann kam auf die Idee, ich spiele einen böhmischen Kulturkenner, Kunstkenner. Und ich spreche so vermeintlich Tschechisch. Und Uli, der hatte so musste das nur alles ausbaden, ne? Der sollte den Dolmetscher spielen und abgemacht war. Was muss denn ausbaden? Na, das Ausbaden muss dein der Tschechisch. Ja, mein Tschechisch. Kannst du das jetzt machen? Nein, um Gottes Willen, das kann ich jetzt nicht machen. Das war doch gar kein Tschechisch. Ich habe doch nur so. Irsch, Dobri Večer, Milit Čatrle, das wusste ich noch. Und dann Wurschke Kavasno, Ali Mehetore, Matkari Vornimja. Und er hat dann gesagt, meine Damen und Herren, abgemacht war, dass wir das alles scheiße finden, was wir gemacht haben. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann, die haben natürlich das sofort verstanden, die Kollegen, dass das ein Witz war. Aber wir haben das dann nochmal gemacht, bei einer richtigen Bilderausstellung von einer ganz tollen Malerin. Die haben wir natürlich vorher gesagt. Gefragt, ob wir das machen können, also die gleiche Masche. Und das war dann so eine noble Galerie, wo so hochkarätige Künstler waren und so, die da standen. Und dann haben wir uns da in die Mitte gestellt. Und Uli hatte sich vorher noch einen Arm gebrochen. Und kam da so mit so einem Gipsarm an, mit so einem guten Anzug. Und ich mit meiner Brille und so und habe dann wieder Tschechisch geredet. Und dann fing er an, das alles scheiße zu finden. So vorsichtig ausgedrückt und dann merkte man so die vertretenen Gesichter, so was ist denn das jetzt hier? Das kann doch nicht wahr sein. Und irgendwann haben sie es dann gemerkt, ne, dass es Quatsch war. Und dann ging das wieder so. Behalten. Also die Figur hatte vorher immer nur einen Faden, der ging an die Hände. So haben wir die dann irgendwann vorgefunden im Theater nach einigen Jahren. Die machen wir nochmal so originalgetreu nach. Das kannst du das mal hier machen? Dann so aufbiegen. Mhm. So, geht schon. Das kriege ich nicht auf. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen, weil die Figur da, also mit so einer Schnur, so hat es auch, das ist das Foto draußen auch mit der einen Schnur zu sehen. Und wir haben versucht, wir wollten, bitte? Das war alles nicht.
das Kreuz war nicht da, sondern wir wollen das jetzt einfach mal ein bisschen mal sehen, wie das aussah. So, und dann könnte man den so, kannst du mal das halten hier? Ja, das hier, das Kreuz. Warst mein bester Freund. Eines Tages, eines Tages, wenn's im November ist, sind wir wieder vereint. So, jetzt könnte man noch die Beine auch. Das haben wir dann einfach mal versucht. Ein Viertel und dann die Beine. Okay. Ist es raus hier? Beide müssen dann gleichzeitig, gleichmäßig geknüpft werden. Also ich mache es jetzt ein bisschen locker, aber es muss dann alles fester sein. Aber so, der Faden hier. Das ist eine, eigentlich so eine etwas modernere Kreuz. Führung hier. Früher war das noch ganz anders, aber wurde dann anders entwickelt. Aber man wird gleich sehen, dass. Jetzt werde ich die mal lösen hier von dem. Gerne nochmal so wie eben, einfach einmal im Kreis. Du kommst immer weiter ran, ich komme ja nicht. Also ich will gerade in die Richtung laufen. Und ich? Was wolltest du genau machen? War das wie eben, einfach nur ganz kurz einmal nochmal. Das Laufen von der Frau. Und du bist da oder da, ist egal. Mit dem Sound oder was? Du bist Sound, wenn du willst. Ja, mit Sound, ja. Ey, warum auch noch schwierig? Aber du brauchst es nicht, wir haben ja den Sound. Das ist kein Problem. Ich wollte hier zur Kamera. Nee, du kannst einfach einmal so, wie du es eben gemacht hast. Ja, ganz kurz nochmal. Okay, danke, fang mal an. Warte mal einen kleinen Moment. Ja, wenn was auflegt, ganz kurz. Ja, jetzt bin ich. Alles gut, ganz in Ruhe. Okay. Könntest du noch mal einmal diesen Kreis machen, um den
Noch einmal? Dankeschön. Nochmal? Einmal noch. Ja, ein Kreis verdreht sich immer so. Ein Kreis noch, dann haben wir es geschafft. Schleimspur von der Familie. Das war's. Ich hab mir einen Schleim mal gedacht.